ist jeden Tag eine neue Herausforderung, dass ich etwas Gutes für die Tiere tun kann. Zahlen und Menschen sind die perfekte Kombination für mein Berufsleben. C&D Foods in Gscheid bei Birkfeld produziert ausschließlich für Hund und Katz. Im 30. Jahr des Firmenbestehens verlassen 160 Millionen Tassen Nassfutter das Werk. Der Nischenhersteller für Bio- und Premiumprodukte will weiter wachsen, dank der weltweit steigenden Zahl an Haustieren. Hunde- und Katzenfutter ist in der Zwischenzeit so gut wie vermenschlicht worden. Der Trend Richtung Bio, der Trend Richtung Premium ist sehr stark in Steigen. Wir wollen in den nächsten 2 Jahren hier auf diesem Standort im oberen Feistetztal 7 Millionen Euro investieren, um uns zukunftsfit zu machen. Die aktuell 150 Mitarbeiter kommen überwiegend aus dem oberen Feistritztal, wie auch Selina. Die 21-jährige Oststeirerin ist für die Qualitätssicherung zuständig. Kein Stress auch im Winter, im Schnee. Also, dass ich nicht weit zu arbeiten, ist für meine Lebensqualität sehr wichtig. Verarbeitet werden fast ausschließlich Schlachtnebenprodukte wie Innereien aus der Steiermark. Obst und Gemüse stammen aus Österreich. Haltbar gemacht wird die Tiernahrung nur durch Hitze. Im hauseigenen Labor werden die Tassen ständig kontrolliert. Geruch und Optik sind mitentscheidend. Ich messe Asche, Fett, Protein und Feuchtigkeit. Ich schaue auf die Siegelnaht, dass der sehr schön ist, dass es gut verschweißt ist und dass der Inhalt auch schön ist. Letztendlich entscheiden aber die vierbeinigen Kunden, was auf den Markt kommt. Judy ist eine von vielen Testerinnen im Unternehmen. Herrchen Andreas ist für den gesamten Personalbereich zuständig. Anmeldungen erledigen, Dienstverträge erledigen, schauen, dass die Mitarbeiter Arbeitskleidung haben. Und natürlich ganz wichtig für unsere Mitarbeiter die monatliche Abrechnung, dass sie auch pünktlich das Geld bekommen. Andreas ist im Büro ebenso gefordert wie in der Produktion, wenn es etwa darum geht, mit dem Schichtleiter die Personallisten abzustimmen. Auch die Erstauswahl der Mitarbeiter liegt in seiner Verantwortung. Wie wichtig ist es, dass ein Bewerber selber Haustiere hat? Das ist natürlich schön zu hören, aber es ist keine Grundvoraussetzung.